Wenn ihr weniger Späne in eurer Werkstatt haben wollt und euch das Thema Absaugung interessiert, dann bleibt dran, denn in den nächsten Minuten zeige ich euch die Absaugsysteme, die ich verwende, warum ich sie verwende und wie zufrieden ich damit bin. Das Thema Staub und Späne spielt ja in jeder Holzwerkstatt eine große Rolle. Die Späne sind lästig, der Staub ist gesundheitsschädlich. Also wohin damit? Am besten direkt absaugen. Das ist immer die beste Möglichkeit. Bevor ihr lange rumfegt, den Staub wieder aufwirbelt, saugt den Staub und die Späne dort ab, wo sie entstehen. Dazu gibt es verschiedene Systeme. Einmal solche großen Absauganlagen, wobei das noch eine kleine Absaugung ist, für große Maschinen und Werkstattsauger für die handbetriebenen Maschinen. Der Unterschied besteht darin, dass diese großen Anlagen, wie hinter mir zu sehen, mit einem großen Volumen arbeiten. Das hier ist eine Anlage, die schaufelt 2.500 Kubikmeter die Stunde durch ein 100 mm oder 120 mm Rohr. Sie ist dafür gedacht, große Spanvolumen mit dickem Querschnitt abzusaugen. Wenn ihr damit probiert, einen dünnen Schlauch anzuschließen und eure Oberfräse abzusaugen, dann bricht dieser Saugstrom zusammen. Es kommt nur noch wenig Saugleistung an der Maschine an. Gleichzeitig betreibt ihr eine Absaugung mit großem Motor, Starkstrommotor, je nach Absaugung 1500 Watt zum Absaugen einer kleinen Maschine mit schlechtem Ergebnis. Ein solcher Werkstattsauger hingegen arbeitet mit hohem Unterdruck, dünnen Schläuchen. Damit könnt ihr keine großen Maschinen absaugen. Das ist einfach physikalisch nicht machbar. Sobald ihr probiert, mit einem solchen Sauger mehr als einen 50 mm Saugschlauch zu betreiben, wird kaum noch Saugleistung an der Maschine ankommen. Dazu kommt noch, dass der Behälter ja relativ klein ist für eine Hobelmaschine, also vollkommen ungeeignet. Bei einer Tischkreissäge ist der Beutel auch schnell voll, wenn ihr Längsschnitte macht. Das sind Geräte, mit denen ihr eure Handmaschinen, Schleifmaschinen, Handkreissäge, Oberfräse etc. absaugen könnt. Von diesen Absauganlagen habe ich zwei Stück. Eine an der Tischkreissäge und eine drüben an der Hobelmaschine. An der Hobelmaschine ist direkt ein 120 mm Schlauch angeschlossen, der die Hobelmaschine absaugt. Hier habe ich zweimal 100 mm, die saugen einmal von unten und jeweils einmal von oben ab. Ich habe mich für diese Anlage entschieden, weil sie von der Leistung her sehr gut ist. Mit 2500 Kubikmeter die Stunde zieht die ordentlich was weg, vor allem an der Hobelmaschine. Auch wenn ich hier auf zwei Schläuche gehe, habe ich an beiden Schläuchen noch genug Absaugleistung. Dann der Spänesack ist mit 120 Litern recht üppig. Der ist also nicht ständig voll, an der Hobelmaschine natürlich schneller. Hier wechsle ich etwa alle 3 bis 4 Wochen den Sack. Dann war mir sehr wichtig eine Filterpatrone. Die Filterpatrone hat den Vorteil, dass sie die Abluft besser filtert. Ihr könnt immer nur so viel einsaugen, wie die Absaugung auch wieder herausschaffen kann. Ein solcher Papierfilter, eine solche Trommel, hat eine sehr große Oberfläche. Es kann also die gesamte abgesaugte Luft widerstandslos wieder austreten und wird dabei gefiltert. Der Staub bleibt zurück. Im Gegensatz zu einem Sack, so eine Anlage hatte ich auch mal mit so einem Stoffsack, setzt sich ein solcher Filter viel langsamer zu. Die Saugleistung bleibt also konstant. Und hier ist noch die Besonderheit, dieser Filter hat eine Abreinigung. Ich kann das hier drehen. Wenn ich hier drehe, laufen innen drin Gummis, die diesen Faltenfilter immer wieder abreinigen. Gelegentlich dreht man dieses Teil einmal rum und schon ist der Filter von innen gereinigt. Es gibt diese Anlage unter verschiedenen Markennamen oder Händlerbezeichnungen. Oft ist an dieser Absaugung hier ein flexibler Schlauch. Dann hängt das ganze Gewicht dieser Absaugung an diesen zwei dünnen Stäben. Das hat mir nie richtig gefallen, deswegen habe ich mich für diese Anlage entschieden. Hier ist ein Blechteil, das Ganze ist stabiler. Und vor allem haben diese Absauganlagen auch ein Ventilatorrad aus Stahl. Wenn ihr also mal Klötzchen einsaugt, das rumpelt kurz, macht euch aber nicht das Lüfterrad kaputt.
Ein Nachteil dieser Absaugungen, sie haben alle einen Nullspannungsschalter, warum auch immer. Das macht es schwieriger, diese Anlagen an einer Einschaltautomatik zu betreiben. Hier muss noch eine Einschaltautomatik dazwischen gestöpselt werden, das fehlt noch. Bei der Hobelmaschine habe ich solch eine Einschaltautomatik. So sieht diese Einschaltautomatik aus. Es werden 380 Volt eingespeist. Das ist der hintere Stecker. Hier vorne ist jeweils die Hobelmaschine und die Absauganlage eingeschaltet. Sobald sich die Hobelmaschine einschaltet, wird auch die Absauganlage eingeschaltet. Das Ganze zeitverzögert wegen des Anlaufstroms, der ist dann geringer, und mit einem Nachlauf, damit auch der Schlauch leer gesaugt wird. Hier oben ist noch ein zusätzlicher 220 Volt Anschluss, da hängt eine kleine Bandsäge dran, die ich gelegentlich auch damit absauge. Auch die wird dann automatisch eingeschaltet. Das Problem daran ist dieser Motor, besser gesagt dieser Schalter. Das ist ein Nullspannungsschalter, den habe ich mir von einem Elektriker überbrücken lassen, damit überhaupt die Sache mit der Einschaltautomatik funktioniert. Ich habe von Elektrik wenig Ahnung. Deswegen habe ich diesen Motor auch zum Elektriker gegeben. Das sind 380 Volt, also auch keine Spaßnummer mehr. Und der hat den Motor dann umgepolt. Was der genau gemacht hat, ich habe keine Ahnung, braucht ihr also auch nicht zu fragen, was da gemacht werden muss. Bei der Einschaltautomatik ist es so, dass ihr da wirklich nur den Kasten irgendwo an die Wand schrauben müsst. Der Rest wird nur gesteckt. Da braucht ihr absolut keine Ahnung von Elektrik zu haben. Es wird einfach nur eingesteckt. Hier am Frästisch habe ich einen Zyklonabscheider mit einer relativ großen Box unten. Das ganze System war früher an meiner Tischkreissäge. Das hat prima funktioniert, wesentlich besser als der Staubsauger. Hinten in der Ecke steht ein etwas älteres Starmix-Modell, ein Rüttelsauger, der das Ganze betreibt. Alles ohne Beutel und die Absaugleistung ist wirklich sehr hoch. Vor allem, weil hier ein dicker Schlauch angestöpselt ist. Der Zyklonabscheider funktioniert wirklich hervorragend. Solange man die Kiste im Auge behält und nicht zu voll werden lässt, denn dann saugt er natürlich weiter in den Staubsauger und dann ist er doch voll. Ich habe derzeit 6 verschiedene Werkstattsauger in meiner Werkstatt. Ihr wisst ja, das ist keine typische Werkstatt, sondern hier finden Kurse statt. Das heißt, hier arbeiten mehrere Leute gleichzeitig. Deswegen auch die große Menge an Werkstattsaugern. Meine Werkstattsauger sind entweder von Festool, das sind noch ältere Geräte, oder von Starmix mit verschiedenen Herstellerlabels drauf, da Starmix sehr viel für andere Hersteller produziert, zum Beispiel Maffel oder Metabo. Der Vorteil dieser Starmix-Sauger ist der, dass ihr sie ohne Beutel betreiben könnt. Das sind sogenannte Rüttelsauger. Die rütteln in regelmäßigen Abständen die Hauptfilter ab, sodass die Saugleistung konstant bleibt. Trotz dieser Rüttelmechanik und dem Verzicht auf diese Staubbeutel haben diese Staubsauger die Staubklasse L oder M, je nachdem welche Modelle ihr kauft, also eine sehr gute Filterleistung. Bei den Festool-Saugern funktioniert das nicht, die müsst ihr mit Beuteln betreiben, die natürlich Folgekosten verursachen. Da müsst ihr euch einfach ausrechnen, wie oft wird so ein Beutel voll sein. Im Schnitt kostet ein Staubbeutel 5 Euro. Ich weiß, es gibt auch für die Festool-Sauger solche Permanentbeutel, die man lange benutzen kann. Damit habe ich aber keinerlei Erfahrung, da ich sie nicht brauche. Dort, wo ich große Spanmengen habe, nutze ich diese Rüttelsauger. Dort, wo ich eher nur schleife oder mit kleinen Spanmengen hantiere, habe ich die Festool-Sauger und da spielen die Kosten für die Beutel keine Rolle, da ich sie selten tausche. Und auch zwischendurch einfach mal in die große Absaugung leer ziehe. Verwirrung gibt es auch immer wieder mal bei den Staubklassen. Für Holzstaub gibt es die Staubklassen L und M. In der Regel verwenden die Hersteller die gleichen Filtersysteme für beide Staubklassen. Das bedeutet, was hinten rauskommt, wird genauso gut gefiltert bei beiden Saugern. Der Unterschied ist einfach der, dass ein Staubsauger der Klasse M während er saugt, permanent überwacht wird durch eine Elektronik. Es wird also immer wieder überwacht, ist der Saugstrom oder ist der Unterdruck noch ausreichend oder ist irgendwo ein Problem. Ein verstopfter Schlauch, ein geknickter Schlauch, ein voller Beutel, was auch immer. Sobald die Absaugleistung beeinträchtigt wird, wird sich ein solcher Sauger
durch einen Warnton und eine Kontrollleuchte bemerkbar machen. Das machen die L-Klasse-Sauger nicht. Staubklasse M ist für den gewerblichen Bereich mit Angestellten vorgeschrieben. In dem Moment, wo ein Betrieb Angestellte hat, ist er dafür verantwortlich, dass diesen Angestellten nichts passiert. Und in dem Moment muss er Staubsauger der Klasse M verwenden. Im nicht gewerblichen Bereich, im Hobbybereich sowieso, ist ein Staubsauger der Klasse L vollkommen ausreichend. Wenn ihr euch also einen Staubsauger kaufen wollt, könnt ihr euch hier locker 200 Euro sparen und den Staubsauger der Klasse L benutzen. Ihr müsst nur darauf achten, dass der Beutel oder der Behälter, je nachdem was für einen Sauger ihr kauft, nicht zu voll wird, sonst geht die Saugleistung in den Keller. Zum Absaugen braucht ihr natürlich auch noch einen Schlauch. Irgendwie muss ja die Saugleistung an eure Maschinen kommen. Und auch da gibt es Unterschiede. Zum Beispiel im Durchmesser des Schlauches. Je dicker euer Schlauch wird, desto besser kommt der Sauger mit großen Spanmengen klar. Zum Beispiel beim Fräsen, wenn ihr große Fräsungen macht, mit zum Beispiel in einem massiven Weichholz, da entstehen viele große Späne. Da wäre ein dicker Schlauch besser. Ist natürlich unhandlicher. Für die Handlichkeit sind dünne Schläuche besser, in der Regel 27 mm im Durchmesser. Die können schon mal verstopfen, wenn ihr dem Ganzen ein bisschen viel abverlangt. Wenn ihr also die besagten Fräsungen mit viel Spanabnahme in Weichholz macht, kann ein solcher Schlauch schon an die Grenzen kommen. Dann gibt es noch Unterschiede, ob ihr einen antistatischen Schlauch nehmt oder einen herkömmlichen Schlauch. Besonders beim Schleifen oder beim Saugen des Werkstattbodens lädt sich das ganze System auf, wenn ihr keinen antistatischen Schlauch benutzt. Dann bekommt ihr auf gut Deutsch gesagt am Schlauch ein Gewicht. Die Gefahr einer Staubexplosion ist theoretisch vorhanden, da dabei ein Funkenflug entsteht. In der Praxis werdet ihr aber nur selten überhaupt ein zündfähiges Gemisch im Schlauch haben. Von daher sehe ich das unproblematisch. Es ist einfach nur nervig, wenn man ständig am Schlauch ein Gewicht bekommt. Deswegen verwende ich in der Regel diese antistatischen Schläuche. Das ist angenehmer beim Arbeiten. Allerdings sind diese Schläuche wesentlich teurer als die herkömmlichen. Mit den neuen Schläuchen von Festool, die keine Riffel mehr haben und flexibel sind, habe ich noch keine Erfahrung. Im Moment sind mir diese Schläuche einfach noch zu teuer. Sollte mal bei mir ein Schlauch kaputt gehen, werde ich ihn wahrscheinlich durch einen solchen Schlauch ersetzen. Also wenn ihr Fragen zu diesen Schläuchen habt, seid ihr bei mir noch an der falschen Adresse. Soviel also dazu, wie ich in meiner Werkstatt den Staub und die Späne im Griff behalte. Noch ein Wort zur Entsorgung der Späne. Da werde ich auch immer wieder gefragt, was macht man mit den ganzen Spänen? Bei mir ist es so, dass ich die Staubsauger zum Beispiel in die große Absaugung leer ziehe. Ich arbeite so gut wie ausschließlich mit Massivholz. Meine Späne sind also problemlos kompostierbar, sodass ich sie auf die Kompostieranlage bringe. Das ist bei uns sogar kostenlos und meine Späne dort entsorgen kann. Fragt also mal auf dem Wertstoffhof nach. In der Regel ist das kein Problem, dass ihr eure Späne da entsorgt. Soviel also zum Thema Absaugung. Jetzt noch ein paar aktuelle Infos. Wie weit sind meine Projekte? Was steht als nächstes an? Ihr seht hier die Kommode, die im Moment geölt wird. Ist auch der Deckel schon drauf, noch nicht montiert. Die Sachen sind grundiert, werden noch zwischengeschliffen und dann noch einmal geölt. Da habe ich das Hartwachsöl von Osmo genommen, das wird mehrschichtig aufgetragen. Dann ist diese Kommode in ein paar Tagen auch ganz durchgehärtet und wird zusammengebaut. Dann ist auch der Online-Kurs zu dieser Kommode fertig und dann wird er auch auf Vimeo verfügbar sein. Also schaut in den nächsten Tagen einfach mal bei mir auf dem Blog rein. Da werde ich euch dann auf dem Laufenden halten, wenn es euch interessiert, den Online-Kurs zu dieser Kommode bei Vimeo zu kaufen. Dann wurde diese Woche auch noch das letzte Bauprojekt für mein Buch fertig. Da habe ich jetzt auch schon einen Cover-Entwurf bekommen. Also mit dem Buch geht es voran. Ich bin guter Dinge, dass ihr dieses Buch zumindest im Oktober vorbestellen könnt. Es wird im Vinzenz Verlag erscheinen, auch da halte ich euch natürlich auf dem Laufenden und sobald ich da was habe, was ich zeigen kann, werde ich euch auch vielleicht mal ein paar Sachen aus dem Buch zeigen.
Das Projekt, das jetzt fertig wurde, das als Bauanleitung im Buch ist, ist ein Schrank mit Schubladen. Da blende ich euch mal ein Foto ein. Aus Tischlerplatten mit modernen Beschlägen, mit Topfscharnieren. Also alles, was man für den modernen Möbelbau braucht. Die nächsten Projekte werden sein ein Terrassentisch. Der wird, wie es aussieht, in die November-Ausgabe der Holzwerken kommen. Und danach ein Schreibtisch aus Esche. Auch ein sehr interessantes Projekt mit viel Massivholz wieder dran. Auch das wird für die Zeitschrift Holzwerken gemacht. Der nächste Online-Kurs, dieser ist ja nächste Woche abgeschlossen, wird sich auch mit dem Thema Massivholz beschäftigen. Da geht es darum, wie man Massivholz verarbeitet, worauf man achten muss, Holzauswahl, wie verleimt man Platten, wie macht man Leimholz, wie verhält sich Massivholz, welche interessanten Konstruktionen gibt es, mit denen man Massivholz gerade halten kann, zum Beispiel die Hirnleiste oder auch die Gratleiste. Ich zeige euch noch eine sehr interessante Rahmenfüllungskonstruktion. Also wenn ihr euch für das Thema Massivholz interessiert, ist der nächste Online-Kurs genau das Richtige für euch. Wie ihr seht, habe ich also im Moment sehr viel zu tun, sehr viele interessante Projekte, die demnächst kommen. Schreibt mir aus diesem Grund bitte keine E-Mails, in denen ihr Fragen stellt. Wenn ihr Kursteilnehmer seid, am Online-Kurs teilnehmt, gar keine Frage, könnt ihr mir jederzeit Fragen per E-Mail stellen. Ansonsten nutzt bitte die Kommentarfunktion auf meinem Blog oder bei YouTube. Ich versuche, die Kommentare immer zeitnah zu beantworten. Vor allem am Wochenende ist das schwierig, weil ich da noch in der Werkstatt stehe und Kurse halte. Seid also nicht enttäuscht, wenn ihr mal ein, zwei Tage auf eine Antwort warten müsst. Ich werde im Moment noch Herr über alle Kommentare. Ich kriege noch alles beantwortet. Es kann nur schon mal ein, zwei Tage dauern. Auch an dieser Stelle nochmal der Hinweis, schaut immer mal bei meinen Videos in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch weiterführende Artikel und ich weiß, dass euch auch die Hersteller oder Händler dieser Absauganlagen und Staubsauger interessieren. Auch die habe ich euch verlinkt. Das sind keine Links, an denen ich irgendwas verdiene. Das sind einfach nur Links, wo ihr euch informieren könnt über die Geräte. Soviel also zum Thema Absauganlagen und die aktuellen Projekte. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, ab damit in die Kommentare. Wie gesagt, ich versuche zeitnah zu antworten. Ihr könnt natürlich euch auch untereinander in den Kommentaren ein bisschen unterhalten. Vielleicht hat der ein oder andere noch eine Anregung zum Thema Absauganlagen oder eine Frage zu den Projekten, zu den Online-Kursen, zu den Werkstattkursen. Einfach in die Kommentare schreiben und ihr bekommt spätestens in ein, zwei Tagen auch eine Antwort. Ich wünsche euch noch viel Spaß in eurer Werkstatt. An einem hoffentlich nicht zu heißen Wochenende. Wir sehen uns nächsten Freitag wieder und jetzt muss ich hier an dieser Kommode noch den Zwischenschliff machen, damit die zweite Ölschicht noch vor dem Wochenende draufkommt.